Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Mob-Video. Heute werde ich euch alles über das Schaf erzählen. Und ich würde sagen, gleich nach dem Mini-Trailer geht's los. Bis gleich. Sind wir auch schon wieder. Heute werde ich euch alles über das Schaf erzählen. Das heißt, Schafe sind passive Kreaturen, ihr könnt die hier sehen, die in nahezu jedem Biom in der Oberwelt vorkommen. Zu den Daten, was die Größe und Breite der Schafe anbelangt, ist ein erwachsenes Schaf ist 0,9 Bröcke breit. Und 1,3 Blöcke hoch, das heißt, die passen nicht unter einem Block durch. Man kann das dort ziemlich gut sehen, am linken Rand. 1,3 Blöcke hoch. Ein Jungtier ist 0,45 Blöcke breit und 0,65 Blöcke hoch. Schafe haben eine Lebensenergie von 8, das heißt, 4 Herzen hat ein Schaf. Wenn man Weizen in der Hand hält, jetzt habe ich natürlich kein Weizen. Das war ja klar. Ich gehe mir kurz welches holen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hatte noch ein kleines Problem mit dem Skelett. Bin kurz schlafen gegangen, dann hat das so geklappt. Jetzt ist es so, wie ich gesagt habe, wenn man Weizen in der Hand hält, folgen einem die Schafe im Umkreis von 10 Blöcken. Das heißt, alle Schafe im Umkreis von 10 Blöcken folgen einem, wenn man Weizen in der Hand hält. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Die laufen mir überall hinterher. Es ist sehr praktisch, wenn man Schafe von A nach B bringen will. Oder natürlich auch zum Vermehren von Schafen, was ungefähr so funktioniert. Bis die Herzen aufsteigen und danach gibt es ein Babyschaf. Jetzt ist es so, dazu kommen wir später nochmal. Schafe kann man scheren mit einer Schere, was aus ihnen ein nacktes Schaf macht. Und man erhält beim Scheren immer 1 bis 3 Wolleblöcke. Wenn man sie tötet, gibt es nur einen Wolleblock, es sei denn, sie sind geschoren, dann droppen sie gar nichts. Jetzt ist noch was kleines Wissenswertes, bis zu der Beta 1.7 musste man Schafe schlagen, um die Wolle zu bekommen. Dabei haben sie 1 bis 3 Wolle gedroppt. Ist vielleicht was, was noch nicht viele wussten. Ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Übrigens droppen Schafe immer die Farbe Wolle, die sie am Körper tragen. Also da haben wir hier hellgraue Wolle, würde dieses Schaf hier droppen, wenn wir scheren würden. Und es gibt 16 verschiedene Farben, somit kann man auch 16 verschiedene Wollfarben bekommen, die man auch ganz einfach einfärben kann. Weiße Wolle kann übrigens als einzige Wollart in alle anderen Farben umgefärbt werden, das heißt der Wollblock. Wenn man den umfärben möchte, geht das nur mit einem weißen Wollblock. Alle anderen, wenn ich das Schaf hier scheren würde, die violette Wolle kann ich danach nicht mehr umfärben. Was ich aber machen kann, ist falsche Kiste. Ich kann jederzeit einen Farbstoff nehmen und ein Schaf umfärben mit einem Rechtsklick. Dann hat es die Farbe, die ich dementsprechend möchte. Das geht mit allen 16 Minecraft-Farben und dementsprechend auch bei allen Schafen, solange sie die Wolle am Körper tragen. Dazu gibt es natürlich das allseits beliebte Chip Easter Egg. Ich zeige euch das kurz. Ich habe hier ein Chip-Schild bereit gemacht. Dann schauen wir mal, geben wir dem hier das. Das Chip_Schaf ist das sogenannte Regenbogenschaf. Das heißt, es wechselt ständig zwischen allen Minecraft-Farben hin und her. Was dazu aber wichtig ist zu wissen, ist, dass das Schaf, das war ja ein weißes Schaf vorher,
Das heißt, es wird auch in Zukunft weiße Wolle droppen, wenn man es schert. Denn das Schaf droppt immer die Wolle, die es vor dem Umbenennen hatte. Vermehren, habe ich euch vorhin gezeigt, kann man Schafe ganz einfach mit Weizen. Man füttert beide naheliegenden Schafe. Dann entstehen Herzen und dementsprechend wird dann ein Babyschaf geboren. Wenn man jetzt Schafe vermehrt, ist die Frage, was für eine Farbe wird das Babyschaf haben? Und für das gelten folgende Regeln. Haben beide Erwachsenen die gleiche Farbe, wird auch das Babyschaf diese Farbe mit übernehmen. Haben beide Elternteile zwei verschiedene Farben, die aber mischbar sind, wird das Baby die gemischte Farbe übernehmen zu 100%. Das heißt, ein rotes und ein gelbes Schaf werden immer ein orangenes Schaf zeugen, wenn die Farben mischbar sind. Wenn die Farben nicht mischbar sind, dass keine neue Farbe, die es in Minecraft gibt, daraus entstehen kann, hat das Baby eine zufällige Farbe eines der Elternteile. Das ist vom Spieler leider nicht beeinflussbar. Das heißt, ihr habt eine 50-50 Chance, dass das Babyschaf die eine oder andere Wolle eines Elternteils übernehmen wird. Was noch wichtig ist oder für mich sehr interessant war, ist, in welcher Farbe spawnen die Schafe wie häufig. Und das ist wie folgt. Weiße Schafe spawnen zu 81,836% natürlich in Minecraft. Wir reden hier natürlich immer von natürlich gespawnten Schafen. In Schwarz, Grau, Hellgrau können sie jeweils zu 5% Wahrscheinlichkeit spawnen. Mit brauner Wolle, also ein braunes Schaf dementsprechend, kann zu 3% spawnen. Ein pinkes Schaf kann zu 0,164% Wahrscheinlichkeit spawnen. Und mein absoluter Liebling, und das macht es auch zum seltensten Schaf in Minecraft, ist das Baby pinke Schaf, das auch natürlich spawnen kann, und das spawnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0082%. So eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es für jeden Spieler was ganz Spezielles ist, wenn er mal ein Baby pinkes Schaf finden sollte. Jetzt gehen wir über zu der Schafsfarm, die ich euch anfangs versprochen hatte. Wir werden dafür diese Sachen hier mal mitnehmen. Das hier, so. Ich werde hier eine kleine Schafsfarm hinbauen. Dann nehmen wir zuerst dieses mal weg, damit wir dann auch nicht allzu weit haben, um die Schafe da hinzubringen, wo sie denn eigentlich hin sollten. So, das heißt, ich hätte gerne, dass die Schafe hier drauf, die Schafsfarm hier drauf ist. Machen wir da ein bisschen mehr Platz. So, jetzt ist das hier das Fleckchen Erde, auf dem man stehen kann. Hier werden die Schafe sein. Das heißt, wir müssen hier drunter, ich werde dann noch eines ansetzen, das geht dann ein bisschen einfacher. Machen wir zuerst mal alles weg. Dann machen wir hier alles weg. So, das und das. Es sieht jetzt komplizierter aus, als es eigentlich ist. Hier das wieder hinsetzen. Hat sich wieder nicht geklappt. So. Das heißt, hier haben wir eine Schiene. Wir haben hier eine Schiene. Dann schauen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Das gefällt mir nicht. Wie ihr sicher wisst oder mich kennt,
Muss das immer ungerade sein, weil sonst habe ich da keinen Gefallen dran. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sind 8 und 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir können hier Trichter nehmen. Hier zuerst ein bisschen Platz machen. Dann machen wir Truhen hin. Hier hin und hier hin. Dann kommen die Trichter, die in die Truhe rein zeigen. Und hier natürlich dasselbe. So. So, die zeigen beide hier rein. Dann machen wir einen nach unten, einen nach unten. So. Das heißt, eine Doppelkiste. Zwei Trichter, die in die Doppelkiste reinführen. Danach zwei Trichter von oben, die die unteren Trichter zeigen. Und danach kann man eigentlich ganz normal hier die legen. Hier müsst ihr Shift halten, ganz kurz. So, jetzt haben wir die Grundausstattung eigentlich. Wir machen hier drunter machen wir eine Redstone-Fackel, damit das hier aktiviert ist. Kann man dann dementsprechend hier auch gleich wieder zumachen. So, das spielt dann keine große Rolle mehr. Hier auch, das kommt weg, das kommt weg. Hier kommt eine Fackel hin, das Ganze wieder zugemacht. Jetzt sollten wir rein theoretisch, damit das läuft, hier nur noch das hier reinmachen müssen. Das Hopper-Minecart. Das fährt jetzt hier oben hin und her. Was wir jetzt nur noch brauchen, ist hier machen wir wieder das hier hin. Vielleicht sollte man zuerst schauen, wo die Mitte ist. Jetzt war ich natürlich eines daneben. So, da kann man hier gut an die Kiste hinkommen. Dann machen wir hier eine. Nein, das lassen wir jetzt noch so offen für den Moment. Man kommt ja da gut hin. Hier drauf sollen die Schafe sein. Das heißt, hier müssen wir schauen. Wir haben 16 verschiedene Schafe. Das heißt, wir haben auch 16 Beobachter, die. Hier beobachten, machen wir hier mal alles weg, weil die sollen ja, genau, stör mich nicht, ich will was erzählen, kurz schlafen gehen, so. Jetzt haben wir hier, das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 bis hier, so. Das heißt, genau hier werden wir die Beobachter hinmachen. Ja, das ist perfekt. Ich bin mir nie sicher, in welche Richtung die schauen. So. Danach kommen die schauen jetzt hier auf diese Beobachter kommen Werfer. So, in diese Werfer wird jeweils eine Schere reinkommen. Wir haben jetzt zuerst noch das Redstone. Wieder anmachen, genau. So. Ist eine ganz.
simple Farm eigentlich, wenn man mal weiß, wie es funktioniert. Die Beobachter beobachten diesen Block, also dieser Beobachter unter diesem Werfer beobachtet diesen Block. Wenn ein Schaf hier diesen Block wegfrisst, dann wird er ja zu einer Erde ganz kurz. Das heißt, der Beobachter merkt, dass da was anders ist, gibt ein Signal aus, das Signal geht in den Werfer, der Werfer hat eine Schere drin, schert das Schaf droppt die Wolle und ganz einfach unten drunter ist ja das Hopper-Minecart, was alle Wolle dann immer wieder aufsammelt und somit in die Kiste reinmacht. Das heißt, man hat dann alle Kisten dort drin. Ich werde den Bau jetzt außenrum, damit es ein bisschen schön wird etc., werde ich euch nicht zeigen. Ich bin gleich wieder da, wenn ich es fertig habe, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe das hier jetzt mal vorgebaut, so wie ich euch das erklärt habe. Das heißt, hier fährt das Trichter-Minecart die ganze Zeit hin und her. Sammelt. Ich habe hier alle Farben jetzt mindestens einmal vertreten. Das sind ein bisschen mehr als 16. Die sind jetzt immer nackt, weil ihr könnt das hier gut sehen. Deswegen habe ich es gemacht. Oh. Die Falltüren hier sind, damit die Schafe nicht hier drüber hüpfen. Habt ihr gesehen, wie es aktiviert hat? Das heißt, ein Schaf hat gegessen. Der Grasblock wurde zu einem Erdblock. Und somit hat sich die ganze Anlage aktiviert, hat alle einmal geschoren und jetzt war es sogar zweimal und schon wieder hat ein Schaf gegessen. Das heißt, überall ist eine Schere drin und jedes Mal, wenn ihr ein Schaf etwas isst, das wird dann gleich wieder soweit sein, aktiviert sich das Ganze. Man kann das sehr, sehr gut sehen. Wichtig ist, dass ihr immer guten Nachschub von Grasblöcken habt. Das wollte ich nicht, egal. Die können nur von diesen Grasblöcken dort essen. Da sie hier auch noch Grasblöcke haben, wird sich das immer wieder nach drüben geben und dann können die essen. Die Farm, hier könnt ihr auch die Wolle sehen. Die wird dann regelmäßig eingesammelt von Trichter Minecart und die Farm ist jetzt seit, ich habe etwa eine Minute nachdem ich die Farm fertig gebaut hatte, habe ich sie angemacht und weiter aufgenommen und das ist das, was bis jetzt rausgeschaut hat. Also die Farm funktioniert einwandfrei. Das heißt, da werden gleich wieder welche dazukommen, welche Wolle, von dem her. So funktioniert die Farm. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Man kann die Farm natürlich das noch nebenbei auch so bauen, wie dass man einzelne Abteile macht, so 1, 2, 3, damit man auch wirklich jede Farbe separat hat. Das ist jetzt meiner Meinung nach, wenn man alle Farben unterbringen will in einer kleinen Farm, das ist jetzt 18 mal 18. Man kann das auch gerne 19x19 machen, das spielt absolut keine Rolle. Ist das von mir aus gesehen die beste Möglichkeit, um alle Wolle farmen zu können. Somit bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Deedlecraft.